3. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Gut, wir machen Hauptstory. Die letzte Abwägung. Super, danke, dass du aufstehst. Das Wachbirnen. Ja. Ich weiß es. Ja, hab jetzt auch keine Zeit. Für deine Ziegen. Wir machen jetzt Hauptstory. Achso, mal schauen. Boah, mein Viertel. Mein Lucius. Den nehmen wir, ein Lucius. Warum kann ich den nicht nehmen? Ich kann ja da reiten. Das ist... Nehmen wir halt auch. Auch wenn ich auf dem Felsen stehe und ich rufen. Deswegen kann er trotzdem kommen. Wieso? Was ist denn da schon wieder? Na, habe ich der, da schaut sich die ganzen Nebenmissionen an. Was haben wir denn da für 34 bis 38? Egal. Das alles Feindgebiet oder was? Ah nein, nur das Stickerl. Finde Flavius. Ja, jetzt geht's mit der Story dem Ende zu. Wenn wir da reinreiten, wahrscheinlich darf ich nicht rein. Oder? Haben die was dagegen? Na, gut. Oh. Ja, zuerst Tupala. Zuerst gehen wir da her, ja. Auffüllen, schauen wir, ob wir alles. Ah, haben wir alles, sehr gut. Gut, dann brauche ich nichts. Na komm her, wo bist denn? Wenn es aussieht, als würdet ihr gewinnen, hier immer rum. Wir werden wie... Er hat mir einen Traum. Wir brauchen... Und? Hat er? So. Jetzt? Los geht's. Da erzähl mal was. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Ballagret zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als ich nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Und wie setzte dich, unser höchst ehrenwerter Magistrat, unter Druck, Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin bei Ihnen. Ich bin Bayek von Siva. Geht es ihr gut?
So gut, dass jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siebba hierher. Dann sind die Gerüchte? Wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitungen. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren. Nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus. Dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. So. Kapuze ab, das nervt. Ja, muss ich jetzt nochmal reden mit ihm, oder was? Ich habe alle Hände voll mit Magistrat Leander zu tun. Er ist überaus korrupt. Doch seine Bande mit Flavius macht ihn unantastbar. Dann zertrennen wir diese Bande. Leichter gesagt als getan. Er hat alle, die ihm gefährlich werden können, bedroht oder bestochen. Simonides könnte helfen, wäre er nicht so ein Säufer. Er war letzte Nacht in Leanders Villa, ist aber nicht zurückgekehrt. Ich könnte ihn suchen. Ja, ja. Sehr gut. Ich werde mich an die anderen Magistrate wenden. Such in der Taverne oder im Bordell südwestlich der Arena nach unserem verschwundenen Freund. Hier geht's erst zum Bordell. Es ist das mit der großen Terrasse an der Hauptstraße. Schauen wir mal zum Bordell, ne? Absolute Macht. Was ist mit euch da? Wurscht. Idioti! Hoppala. Ah, da liegt er. Bist du Simonides? Oh, mein Kopf! Was soll das Geschrei? Diokles ließ mich nach dir suchen. Sag ihm, ich wär tot. Wir brauchen deine Hilfe. Mit Leander. Dieser Dämon ist für meinen benebelten Geist und meinen Durchfall verantwortlich. Bestimmt hat jemand meinen Wein vergiftet. Tut mir leid, aber ich muss dich mitnehmen. Bacchus und seine Nymphen seien verflucht. Dich schickt eine Rachegöttin zur Folter. Wenn ich auf dem Weg entschlafe, ist es deine Schuld. Warum ist das meine Schuld? Bei. Ist selber schuld, was du für saufst. Ja. Diokles sagte, du hättest gestern Leander getroffen. Eine Feier in seiner Villa. Alles floss in Strömen. Wein, Frauen, Knaben. Aha, das flossen alle. Iphtos verlor seine Kinder. Lustig. Lustig? Eine Mission. Nur eine Mission. Ach so, tragen kann ich schon. Hast du was herausgefunden? Geh mal, weil die Quaglerei geht mir am Arsch. Simonides? Geh mal. Geht es dir gut? Wo müssen wir hin? Da, sehr gut. Verflucht, du Sohn des Reh. Ja, halt die Pappen. Wem interessiert das, was du quagelst, du Saufbold? Wo ist denn? Ah, da. Da ist die Markierung. Aha, da wohnt er. Gut. Und wo gehen wir da rein? Muss irgendwo offene Türe sein. Da oben? Was ist denn da jetzt da?
Wieso schießen die auf mich? Sind die komplett deppert oder was? Ach, leckt's mich da. Bin ich eh gleich am Ziel. Dorf, oder? Hera, Göttermutter. Simonides, bist du betrunken? Ich will nicht wissen, wo du ihn gefunden hast, Bayek. Auf der Straße. Das Bordell muss umgezogen sein. Hast du in Leanders Villa etwas finden können? Papiere, Bestechungsbelege, Veruntreuung. Seine Wachen fassten mich, bevor ich etwas mitnehmen konnte. Ich konnte sie überzeugen, dass ich volltrunken war. Welch Kunstfick, Simonides. Die Beweise sind da und ich muss sie nur holen. Ja, jetzt wir stünden ewig deine, in deiner Schuld. Na, doch klar. Warum setzt du dein Leben für uns aufs Spiel? Ich frage mich. Wer seine Macht missbraucht, soll gestürzt werden, damit das Volk nicht mehr unterdrückt wird. Ägypter wie Griechen. Ah, gut gesagt. Unser Freund Bayek erinnert mich an Cicero. Die Villa liegt im Osten, umgeben von Weinbergen. Wir versammeln die anderen Magistrate im Tempel des Apollo. Suche uns dort auf, wenn du Beweise hast. Fortuna segne dich, mein Freund. Ja, gut. Ach Gott. Kinder frotzen da. Na, 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 na. Gehen wir über die Dächer in AC-Style. Juhu! Los geht's! So, dann müssen wir jetzt irgendwo rauskommen, oder? Ist da wo ein Ausgang geschossen, Alter? Das darf echt nicht wahr sein. Nix verfolgen wir. Eine Ode an den Löwen von Rom. Ja. Eine Ode das an den Löwen also von Rom. Das ist die Stadt Kyrene. Sehen wir uns die Zivilisation mal an, die Römer den Griechen hier gebracht haben. Jetzt Gas da wieder an. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Wurscht. Ich töte alles und jeden. Na, und da kommen wir da. Ja, ja. Ultimum Cord, Tentacet! Na? Noa? Ja, kommt her. Oh! Und du? Komm her! Das macht Spaß! Ihr rennt doch nicht außen um dumm da! Nur weil da... Oh, was ist das? Kompass-Seitbogen. Nur weil da ein Sperrgebiet ist, interessiert er mich nicht. Sperrgebiet. Aha. Neues Gebiet wieder. Deppert, Alter. Juhu!
Weiter geht's. Na, schauen wir mal, jetzt sind wir schon im neuen Gebiet, ja. Wahnsinn, da gibt es noch so viele Sachen. Das ist neu. Boah. Das ist ein Wahnsinn. Sicher Sperrgebiet. So, schauen wir mal. Sicher da drin war. Na sicher. Das war mir klar. Wow. Kein Sperrgebiet. Mein Gott, geh doch da oben. Geh oben! So, da war irgendeiner. Na, pfeifen würde. Und? Eh nur der gehört, oder? Super, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man. Nein. Alter, ich. Kampfspiele anders spielen, aber weiß ich nicht mehr. Mein Gott, hörst. Wie war denn das? Ach Gott, es ist ein Wahnsinn. Ach Scheiße. Alter Fuchs. Jetzt bin ich neugierig, ob ich die richtige Taste habe. Ja. Y. Und warum hast du nicht eine, so wie ich das will? So, komm. Komm zu mir. Ja, zu mir da. Ja, sehr gut. Der hat natürlich nichts mitgekriegt, Gott sei Dank. Na komm her, du auch. Geht's gleich auf eins. Na komm da. Ja, Manene. Was ist, was der quagelt? So. Ist da wer? Na. Wo muss ich hin? Wo ist denn das? Ah, da muss ich her. Scheiße. Und das Haus da rein.
So, der geht eh weiter weg. Gut. Dann hol ich mir den. Na komm her zu mir. Passt. Basta! Na komm da. Ja, und vorbei. Na. Ins Große rein, wenn's leicht geht. So, genau. Das ist nicht gleich wie ein Find. So. Wo gehen wir jetzt weiter? Wir sind da drinnen, da muss ich her, gut. Ah, da gibt es Stufenwaffe. Ah! Warte mal. Gut, dass ich den dort vorne weggetan hätte. Der hätte ihn gefunden und war gewarnt gewesen. Und so ist er jetzt schön vorbeispaziert. So. Ist er ledig mit dem? Ist der jetzt weggegangen? Ja. Okay. Okay, wo verstecke ich mich? Kommt der da um? Ja. Na, kommen beide um? Na, die gehen da rauf. Der geht um. Ja, komm rüber, gut. Na komm her, komm her. Schön langsam alle dezimieren da. So. Aber wir hätten liegen lassen können und vergiften können. Und wieder einer runterhatscht, dass er sich gleich anstecken. Wo ist er denn? Tragen. Siehst du? Nicht du! Es soll mal werden! Hehehehe. Ist ja ausgegangen? Ja, ja. Der dampft den noch. Der hat mich gesehen, geht um, schaut sich den an und vergiftet sich auch gleich. Und? Wann krepiert er? Lass ihn aufgehen. Die anderen anstecken. Oh, da bin ich aber schneller, wenn ich ihn umbringe. Das dauert. Geht er da zurück? Vergiftet sich gleich noch einmal, oder was? Ja, sehr gut. Ich geh da rein jetzt da. Thank you.
Mein Gott, jetzt fuck. Bestechung, teure Feierlichkeiten und veruntreute öffentliche Gelder. Das ist der Beweis, dass Leander korrupt ist. Aber was steht hier über Diokles? Ein Putsch? Ich sollte Diokles warnen. Er ist in Gefahr. Ja. Anweisungen für seinen Sklaven. Das war eine teure Feier. Wir brauchen noch einen Schatz. Und dann mal das fertig da. Zwar fast. Ort beendet. Auf Wiedersehen. Jetzt noch. Da geht's raus. Ist da noch irgendwas? Nur die zwei Schätze waren da, ne? Sonst haben wir nichts mehr, dann... Egal, gehen wir weiter. Oh, die Zeit. Scheiße. Okay, leider war es das schon wieder für diese Folge. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen auf ein Like und ein Kommentar. Es wäre super, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützt. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr keine Folge. Tschüss, ich bin raus.